Hinter all den Beiträgen, die wir heute auszeichnen, stecken aufwendige Recherchen. Recherchen brauchen Zeit und sie kosten Geld. Man muss sich das als Verlag, als Sender leisten können und auch leisten wollen. Die Otto-Brenner-Stiftung will mit ihren Recherchestipendien Journalisten die Möglichkeit geben, frei von finanziellem Druck und auch mit Hilfe von erfahrenen Journalistinnen und Journalisten wichtige Themen zu bearbeiten. Die Recherchestipendien sind jeweils mit 5.000 Euro dotiert und zur Vergabe bitte ich jetzt aus der Jury Professor Volker Lilienthal auf die Bühne von der Uni Hamburg. Hallo. Ja, nicht alle Medien leisten sich heute noch so aufwendige Recherchen. Sind Stipendien, die sowas ermöglichen, da nicht gerade jetzt unheimlich wichtig geworden? Absolut. Solche Stipendien sind wichtig. Recherche ist immer wichtig. Ich würde es nicht ganz so pessimistisch sehen wie du, weil heute ist ja der Brennerpreis 18 Jahre alt geworden. Und da ist die Stunde zu erinnern an Thomas Leif, ein Mitjuror der ersten Stunde, der hat den Preis mit aus der Taufe gehoben. Und dessen Mantra war, Recherche ist ein Qualitätstreiber für den Journalismus. Und dieses Mantra wissen im Grunde mittlerweile alle Vernünftigen innerhalb der journalistischen Profession. Ich würde sogar sagen, auch einige im Medienmanagement wissen das. Nur, sie setzen das nicht immer um. Sie bieten ihren festangestellten Mitarbeitenden keine genügende Recherchezeit und erst recht wird freien Journalistinnen und Journalisten diese Recherchezeit, die es für Qualitätsjournalismus braucht, nicht bezahlt. In der Zeit, wo solche engagierten Kolleginnen tiefer bohren und schürfen, können sie keinen schnellen Artikel schreiben, der nach Druckzahlen oder eine Sendung, die nach Sendeminuten bezahlt wird. Und deswegen möchte die Brenner Stiftung und wir als Jury möchten diese tiefere Recherche, die Langfristrecherche mit diesen Stipendien ermöglichen. Wie sehen die aus, die Stipendien? Was ist das Besondere gerade bei den Stipendien der Otto-Brenner Stiftung? Nun, 5.000 Euro hast du schon erwähnt, das ist ein gutes Geld, um länger an einem Thema dran zu bleiben. Und dann bekommen wir Anträge. Es dürften übrigens mehr sein. Ich kann nur auch gerade junge Kolleginnen und Kollegen nur ermutigen, jetzt im neuen Wettbewerbsjahr wieder kräftig einzureichen. Natürlich haben wir als Jury auch eine Aufmerksamkeit für die Anträge, die uns erreichen. Wir suchen nach stringenten Begründungen für ein Thema. Wir brauchen eine nachvollziehbare Kalkulation. Da soll natürlich auch kein Geld herausgeworfen werden. Und zwischen Recherchestipendien und unseren Preisentscheidungen gibt es natürlich eine Identität. Das heißt, auch bei der Auswahl der Stipendien haben wir eine Aufmerksamkeit für soziale Themen, für politische Themen, für Umweltthemen, für Menschenrechte. Darauf achten wir auch. Aber wir wollen zwar Problemrecherchen haben, aber nicht zu Themen, die sozusagen overreported sind. Wir suchen auch nach Anträgen, nach Themenentwürfen, wo sozusagen ein neuer Dreh entdeckt wird, ein bislang unbelichteter Aspekt in einem chronischen gesellschaftlichen oder politischen Problem. Und was sind die Themen in diesem Jahr? Welche sind ausgezeichnet worden? Welche Projekte? Ich glaube, jetzt gibt es auch eine Folie, aber ich fange einfach mal an. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die Reihenfolge richtig an... Ja, genau. Ja. Jenny Genzmer und Thomas Reintjes, da sehen Sie einen sehr spitz formulierten Titel. Es geht da um Web 3. Wir kennen alle Web 2.0, aber jetzt kommt ja das Web 3. Metaverse von Zuckerberg haben wir auch schon gehört. Und die beiden wollen untersuchen, was kommt da erstmal. Also sie machen uns als Rezipientin schlau, was bedeutet Web 3 überhaupt. Aber vor allen Dingen untersuchen sie die Konsequenzen für die Demokratie. Dann Tim Kalvelage, der ist, glaube ich, gerade im Moment auf einer mehrwöchigen Recherchereise auf dem Hohen Meer, auf hoher See ist er wirklich. Er darf auf einem Forschungsschiff mitreisen und er untersucht Tiefseebergbau, ganz neuer Trend. Erstens, welche politischen Implikationen hat das? Denn Tiefseebergbau ist für die Großmächte, die auf See dominant sind, natürlich auch eine Machtfrage. Und zweitens untersucht er die Umweltverträglichkeit dieser neuen Schürfmethoden in großer, großer Tiefe. Schließlich Johanna Weinhold, sie hat den geplanten Titel Die lange Reise zum Tod. Wir wissen alle, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden,
dass jeder Mensch ein Anrecht auf einen würdigen Tod hat, den er auch selbst selbstbestimmen darf. Und die These von Johanna Weinhold ist, dass dieses höchstrichterliche Urteil überhaupt nicht so stark respektiert wird von den Institutionen. Das untersucht sie. Vielen Dank. Und wir erfahren jetzt noch, was aus den Stipendien vom letzten Jahr geworden ist. Ja. Meine Damen und Herren, im vergangenen Jahr haben wir folgende Recherche, also im Jahr 2021 haben wir zum Beispiel Fabian Federl ein Recherchestipendium zugesprochen, der untersucht die Absurditäten der globalisierten Wirtschaft, Fischzucht und Fischmehl. Wir erfahren gleich darüber ein bisschen mehr von ihm, weil er kann heute leider nicht hier sein, denn er hat seinen Lebensmittelpunkt verlegt nach Rio de Janeiro. Von dort hat er uns eine Videobotschaft geschickt. Bitte schön. Schönen Abend. Ich kann leider nicht dabei sein, weil ich meinen Lebensmittelpunkt mittlerweile in Brasilien habe. Aber ich wollte mich trotzdem per Video bedanken. Kurz zu meinem Thema. Es geht um Fischzucht. Das ist für Umweltorganisationen die Zukunft der Nahrungsmittelproduktion. Ich habe die Zahl gefunden, bis 2050 möchte die Nature Conservancy, dass mehr als die Hälfte aller tierischen Proteine für die Weltbevölkerung aus Fischzucht stammen. Dafür gibt es auch viele gute Gründe. Das Problem ist aber auch, dass Zuchtfisch auch essen muss. Und der isst meistens große Mengen an Fischmehl, also zu Futter, verarbeitetem Frischfisch. Und ich wollte herausfinden, ob das, also was das damit auf sich hat, ob das vielleicht schmutziger ist, als man denkt. Ich war 2 Wochen im Senegal, einem der wichtigsten Orte für die Produktion von Fischmehl in Westafrika. Und habe dort dazu recherchiert. Mir ist es auch, soweit ich sehen kann, als einziger Journalist gelungen, in so eine Fischmehlfabrik reinzukommen dort. Ich habe mit Ozeanografen gesprochen, mit Greenpeace, mit Vertretern der Welternährungsorganisation, mit EU-Parlamentariern, außerdem mit Zertifizierern und ich habe mit deutschen Supermärkten gesprochen. Ich kann nicht zu viel darüber verraten, was ich herausgefunden habe, weil einerseits läuft im Senegal gerade noch ein Gerichtsverfahren gegen die Fischmehlfabrik, deren Ausgang noch ungewiss ist. Und da die Recherche zwar abgeschlossen ist, aber noch nicht durch ein Fact-Checking oder Justiziariat durchgegangen ist, möchte ich mich da auch nicht zu irgendwelchen Aussagen versteigern. Was ich verraten kann, ist, dass die Geschichte im Magazin Brand 1 und im Hörfunk des WDR erscheinen wird. Und ich möchte mich bei Harald Schumann bedanken, der am Anfang der Recherche mir Input gegeben hat. Und dieser Input hat auch meinen Rechercheweg geprägt. Und ich möchte mich natürlich für die finanzielle Unterstützung bedanken bei der Otto Brenner Stiftung. Ohne sowas wäre diese Geschichte wohl nicht möglich. Vielen Dank nochmal und eine schöne Verleihung Ihnen und viele Grüße aus Rio. Tschüss. Sehr schön und sehr gut, dass Fabian Federl auch den Harald Schumann erwähnt hat als Mentor seines Projekts, denn auch das gehört zu den Besonderheiten der Brenner Recherchestipendien. Die Stiftung bemüht sich immer, geeignete Mentorinnen und Mentoren für das jeweilige Projekt zu besorgen. Die beraten also unsere Rechercheurinnen und Rechercheure. So, er war sehr bescheiden, aber er hat angedeutet, es kommt bald was. Also er hat wirklich schon viel herausgefunden. Und viel herausgefunden und kurz vor der Sendung stehen auch Johanna Tirntal und Timo Stukenberg. Timo Stukenberg kann heute leider nicht bei uns sein, dafür Johanna Tirntal. Freue mich sehr. Hallo Frau Tirntal. Hallo. In derer beider Recherche ging es um Gewalt im Obdachlosenmilieu. Ein sehr gutes Beispiel für das, was ich eben sagte. Natürlich wissen wir alle, Obdachlosenmilieu, diese Misere, chronisches Problem. Aber die beiden haben eben einen neuen Dreh angegangen. Also sie wollten einen neuen Aspekt beleuchten, eben die Gewalt in diesem Milieu. Nun habe ich schon einen Pressetext zu ihrer Sendung, die beim WDR zu hören ist im Januar im Deutschlandfunk. Habe ich einen Pressetext gelesen und da steht, das Milieu ist herzlich, aber manchmal auch ruppig. Und diesen Satz finde ich ehrlich gesagt ärgerlich, geht ja nicht auf Ihr Konto, weil es geht ja nicht um die Gewalt, die vom Milieu selbst ausgeht, sondern es geht um die Gewalt, die von der Außenwelt, die Missachtung von Obdachlosen. Ja, beides würde ich sagen. Also ich würde sagen, wir sind, als wir das Stipendium beantragt haben, wofür ich mich auch sehr bedanke, dass wir das bekommen haben, weil das wirklich diese langwierige Recherche erst möglich gemacht hat, die jetzt nicht irgendwie große Reisen benötigt hat, aber viel Zeit.
Und wir sind losgezogen mit der Frage, woher kommt die Gewalt gegen Obdachlose, die von nicht obdachlosen Menschen ausgeübt wird, weil es gibt zwar wenig Studien zu dem Thema, aber die Studien, die es gibt, zeigen, dass circa die Hälfte der Täter selbst nicht obdachlos sind, die zum Beispiel Obdachlose verprügeln oder sogar anzünden manchmal. Das heißt, erstmal wollten wir nicht obdachlose Täter finden und irgendwie rausfinden, warum machen die das? Und rausfinden, wieso produziert die Gesellschaft irgendwie diesen Hass gegen Obdachlose und diese Angriffe. Es hat sich dann aber als sehr, sehr schwierig herausgestellt, Täter zu finden, weil erstens viele Übergriffe gar nicht angezeigt werden und dann bei denen, die angezeigt werden, in noch viel selteneren Fällen die Täter überhaupt ausfindig gemacht werden. Und mit uns gesprochen hätte ja nur ein verurteilter Täter, der irgendwie seine Strafe schon abgesessen hat. Und das war einfach nicht zu leisten, auch weil, muss man dazu sagen, die Staatsanwaltschaften nicht sehr zuverlässig auf unsere Anfragen geantwortet haben. Aber Sie haben eben mit ganz, ganz vielen Obdachlosen gesprochen. Genau. Ich glaube, Sie haben roundabout 20 Stunden Material aufgenommen. Auch und, das ist ja nicht ganz einfach. Ja, und da hat sich dann eben mit der Zeit das Thema so ein bisschen gedreht und wir haben gemerkt, diese Gewalt, also es wäre jetzt falsch, nur mit dem Finger auf diese nicht obdachlosen Täter zu zeigen und zu sagen, das ist das Problem, weil die obdachlosen Menschen haben so ein umfassendes Gewaltproblem. Also sie sind betroffen von so vielen Formen von Gewalt, strukturelle Gewalt, aber auch Gewalt im Milieu. Also wenn man sagt, die Hälfte der Täter sind nicht obdachlos, heißt das, die andere Hälfte der Täter sind obdachlos. Und das hat jetzt eher dazu geführt, dass unsere gesamte Geschichte sich nicht mehr auf so die Täter von außen fokussiert, sondern eher aufzeigt, welche verschiedenen Formen von Gewalt finden da statt und welche Formen von Gewalt haben auch dazu geführt teilweise, dass die Leute auf der Straße sind. Also das ist auch so ein Teufelskreis. Das spricht ja auch für Qualitätsjournalismus, dass Sie ergebnisoffen herangehen und in dem Moment merken, eine Arbeitshypothese lässt sich so nicht umsetzen, dass Sie es eben variieren. Sehr gut so. Aber lassen Sie mich auf meine Frage zurückkommen. Um mit Obdachlosen authentisch sprechen zu können, vertrauensvoll sprechen zu können, dazu braucht es ja auch von Ihnen etwas. Ja, viel Zeit, glaube ich, und Offenheit und auch erstmal nicht so eine klassisch journalistische Herangehensweise, sondern auch eine sehr menschliche Herangehensweise. Ja, also ich habe auch gemerkt, wir mussten immer wieder in den Interviews auch, mussten man immer wechseln zwischen, ich bin jetzt Journalist und ich frage irgendwie was, ich will was rausfinden und dann auch wieder zu merken, ich bin aber auch ein Mensch und das berührt mich gerade, was die Person erzählt und ich will der Person eigentlich helfen und was ist jetzt hier meine Rolle. Und wir hatten das Glück, dass wir eine sehr tolle Straßensozialarbeiterin gefunden haben, die uns da die Türen geöffnet hat. Also die, zu der hatten unsere Protagonisten Vertrauen und weil sie uns dann mitgebracht hat, haben die Protagonisten auch zu uns Vertrauen gefunden. Aber es brauchte vor allem sehr, sehr, sehr viel Zeit, weil man sich mit denen halt auch nicht einfach so zum Interview verabreden kann. Ne? Also die haben häufig kein Handy, halten Zeiten nicht ein und da war es einfach wirklich gut, das Stipendium im Rücken zu haben, um die Zeit zu haben, einfach mal 5 Stunden lang am Bahnhof zu warten auf unseren Interviewpartner. Und wer hat diese Zeit? Sie hatten sie, Gott sei Dank, Sie haben sie sich genommen. Timo Stukenberg und Sie sind natürlich auch das Paradebeispiel, dass wir vor allen Dingen freie Journalistinnen fördern wollen. Aber dennoch sehen wir als Jury auch die Sender in der Pflicht. Wie war die Zusammenarbeit mit den Redakteurinnen in den Sendern? Haben Sie da Unterstützung bekommen? Ja, es war erstmal schwieriger, als wir dachten, das Thema unterzubringen. Also alle haben irgendwie gesagt, ja, tolles Thema, aber ihr werdet ja keine Täter finden. Und wenn ihr jetzt einen Täter findet vors Mikro, dann wäre das super. Aber wenn nicht, dann wissen wir ja schon ungefähr, was rauskommt. Und das war so ein bisschen eine lange Arbeit, denen klarzumachen. Wir haben da wirklich tolle Protagonisten und die erzählen uns zwar jetzt was anderes, als wir ursprünglich wollten, aber das ist einfach extrem interessant. Und wir wollen jetzt eher so eine gute Sozialreportage machen. Und sobald es dann aber geklappt hat, dass eben der WDR und der Deutschlandfunk, für die wir beide ja auch sonst recht viel arbeiten, zugesagt haben, war es dann sehr gut. Und dann haben die uns irgendwie, sind die da auch mitgegangen mit unserer Änderung der Ausrichtung. Und das habe ich eigentlich sehr gut erlebt. Und ich merke auch in den Sendern, dass das schon den Redaktionen sehr klar ist, dass es zu wenig Geld für Recherche gibt. Und dass die das auch ändern wollen. Also dass die jetzt auch immer wieder nach oben gucken zu den Abteilungsleitern und sagen, ja, wir brauchen einfach mehr Zeit, wir brauchen mehr Recherchegelder. Hoffen wir das Beste, lieber Hörerinnen und Hörer.
Sagen Sie unserem Publikum bitte noch, wo man Sie dann hören kann. Also das wird im Januar laufen auf DOC 5, das ist der politische Feature-Sendeplatz von WDR 5 und dann kurz danach im Deutschlandfunk bei Das Feature. Und überall, wo es Podcasts gibt, dann auch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.